einen wunderschönen guten Abend zurück bei Extra. Ah, nee, falsch. Hallo und herzlich willkommen zu Overline TV. Heute aus Mannheim. Mein Name ist Brigitte Blamage und wir sind heute bei der neuen Party in Mannheim im Noblesse Club und zwar der Heaven. Heaven ist einfach die geilste Party, was es gibt. Einfach hammergeil! Die ist nämlich umgezogen von Ludwigshafen nach Mannheim. Und jetzt sind wir halt mal hier und die schauen wir uns jetzt mal an. Und ich würde sagen, wir zwei holen uns jetzt erstmal ein Kaltgetränk. Wie spricht man das eigentlich richtig aus? Noblesse? Noblesse? Noblesse, oui. Und Noblesse? Noblesse. Und Französisch? Sag's mal auf Italienisch. Noblesse, Gedera. Jetzt auf Portugiesisch. Noblesse, Noblesse. Jetzt auf Ting Tong Megadeng Deng mäßig. Noblesse, Dikong Gong Gong. Du hast's drauf, ich merke, also du bist ja eine International Glamour-Puss, das muss man ja jetzt auch mal sagen. So, da haben wir ja jetzt eigentlich schon mal direkt unsere wunderbare Lady Mitchell, kommst du bitte. Lady Mitchell, du bist die, ja wie soll man sagen, die Mother Drag of Heaven und hostest jetzt tatsächlich schon die Heaven-Party-Reihe wie lange? 6,5 Jahre. Was erwartest du heute Abend? Ich bin nervös, people, ich bin nervös und dann mit der Brigitte und ach Gott, die Macy ist da. So, jetzt haben wir ja immer alle Transen beieinander. Nieder mit Pegida. So. Mal in Mannheim, wie geht's dir so beim Sektausschank? Es macht super viel Spaß, die Leute sind wahnsinnig drauf, es ist krass. Andere Substanzen sind ja hier tatsächlich nicht gern gesehen. Bleiche ist okay. Bleiche, möglichst intravenös. So, und ihr macht nachher noch eine Performance oder dreht noch durch? Oder was passiert denn heute Abend noch, ihr Mäusel? Wir tun Dinge. Ungesehen. Ungesehene Dinge. Geradezu biblische Zustände, möchte ich sagen. Wir gucken, dass keiner guckt. Das macht keinen Sinn, aber schön, mit euch mal kurz gesprochen zu haben. So, wie wunderbar. Ich habe sie gleich mal wieder gefunden. Unsere Gogos und ihre Chefin, die wunderbare Kim. Ich habe heute das größere Glas. Und da drin wirst du baden, habe ich gehört. Ja, ein bisschen. Und sexuell wäre. Und die Lesbe zum Durchdreher bringen. Und die Schwule nett. Doch, hallo? Ich lieb's ja, kompetente Interviews zu führen. Möchte ich sagen. Ich möchte jetzt mal ganz kurz, dass man die Bodies von allen dreien mal kurz einfängt. Es ist schon der Hammer. Es ist der Hammer. Gentlemans würden mich ja tragen, aber es sind ja Tunten. Ja, lauft schnell weg, sonst kommt die Interview-Transe. So, wir laufen jetzt tatsächlich in den wunderbaren Noblesse-Club rein, in den ersten Floor. Und ihr hört schon, es ist voll schwitzig und eskalativ. Das ist die wunderbare Jackie Daniels. Tolles Outfit. Ja, danke. Selbst gemacht. Wunderbar. Und alles für heute Abend. Ja. Extra für heute Abend.
extra für heute, wirklich extra für heute. Ich bin im Dezember zu Hause geblieben. Jetzt habe ich gedacht, im Januar muss ich endlich mal wieder rausgehen und... Sie ist eine so wunderbare Lügnerin. Bucht sie für eure Veranstaltung. Sie macht auch wunderbare Beerdigungen und auch wunderbare Hochzeiten. Vor allem Beerdigungen. Ja, wunderschön. Willkommen in der Raucherlounge. Mir geht eigentlich. Die Lüftung ist gut. Guten Abend. Hi. Na? Alles gut? Läuft bei dir? Ja. Oder? Ja, ist gut. Bei mir läuft auch? Ja. Ich bin eine Schnorrertranse, es tut mir leid. Also man sieht jetzt auch mal wieder, wie nett die Menschen sind, dass ich sogar direkt eine Zigarette kriege, nur weil ich so unglaublich hübsch bin und mal danach gefragt habe. Wer so lacht, der muss jetzt mit mir ein Interview führen. Mädels, ihr guckt jetzt die ganze Zeit eigentlich die Jungs an. Wer gefällt euch am besten? Links oder rechts? Du nimmst ihn? Alles klar. Ich regel's nachher für euch. Ich regel's nachher für euch. Ist das in Ordnung? Super. Ja, das ist unser neuer Service hier. Machen wir gern. Du hast ja jetzt gleich schon fast einen Fruchtwassersturz gekriegt, oder? Ja, total. Nur Nutten, nur Nutten. Guten Abend. Guten Abend. Guten Abend. Ihr weht, glaube ich, nicht. Dabei habe ich ihn schon mal bei Geromeo gedatet. Du hast heute extra Lipgloss aufgelegt? Ja, Lip Butter, bitte. Für? Für die Party. Bist du denn heute Abend auch gespült? Das tote Meer muss raus, ne? So sieht's nämlich tatsächlich aus. Und du suchst ja heute noch einen passenden Schnackselpartner. Ich versuch's natürlich. Ich hoffe, dass die Leute mitspielen und ich habe Spaß dabei. Ich hoffe, die auch. Und zusammen kriegen wir es hin. Ja, dann wünsche ich mal viel Erfolg. Dankeschön. Wie gefällt's euch heute das erste Mal auf der Heaven im Noblesse? Die Heaven ist immer super, egal wo es ist. Was gefällt euch am besten heute Abend? Man muss nicht an der Bar warten. Das ist schon mal ein Riesenvorteil. Also wenn Kaltgetränke im Überfluss, ist nur Apfelschorle. Ist nur Apfelschorle. Ich spür's. Ich spür's. So ihr Lieben, jetzt habe ich exklusiv tatsächlich die Designer von Lady Mitchells Kleid heute Abend da. Ist eigentlich sehr, sehr irrelevant, aber schön, dass ihr da seid. Ja, freue mich hier zu sein. Mega cool, mega geile Party. Also ihr dürft ja jetzt auch tatsächlich stolz sein für die erste Heaven Party in Mannheim im Noblesse Club, das Kleid für die Mütti geschneidert zu haben. Was war deine Inspiration, als du gedacht hast, ja, hier, Lady Mitchell will ein neues Kleid für das Opening. Was hast du dir dabei gedacht? Naja, ich dachte mir erstmal so, okay, für welche Party? Und dann hat er halt gesagt, die neue Heaven, Noblesse, alles sehr edel, Gala. Und da habe ich mir so die alten Gala-Kleider von früher angeschaut und habe mich davon ein bisschen inspirieren lassen. Und bin dann letztendlich auch zu dem Entschluss gekommen, Pailletten wären ganz schön und weiß ist auch... Pailletten ist ja auch sehr, sehr neu bei Drag Queens. Also ganz wenige Travestiekünstler oder Drag Queens tragen ja Paillette. Naja, ich sehe ja sehr viele mit Pailletten, aber halt... Echt jetzt? Nein! Aber halt nicht mit so hochwertigen und schönen. Die meisten tragen sie halt für 250 Euro und nicht für 800, gell? Richtig. Kann ich mir nicht leisten. Aber insgesamt war das Interview sehr, sehr langweilig, aber informativ. Aber informativ. Und das ist das Allerwichtigste. Alle da draußen, dass du arm bist. Ja. Spendet der Brigitte ein bisschen Geld. Transen in Not e.V. Richtig. Wir blenden das unten ein. Also wenn 800 Euro zusammenkommen, dann darf sie sich ein Kleid von mir machen lassen. Also ich brauche jetzt ein Kaltgetränk. Die Lichtershow, die ist schon amazing.
Ja, die Strahler sind mir aufgefallen. Amazing. Ja, amazing. Also eigentlich könnte man jetzt musst du sagen, amazing. Amazing. Ist amazing, habt ihr mitgekriegt. Hier gibt's Döner, aber keinen, der Döner verkauft. Du bist unser Dönerverkäufer. Darf ich? Ich würde einmal gern mit so einem Messer an so einem Döner schneiden. Darf ich das? Oder ist das doof? Oder müsste ich jetzt meinen Gesundheitsnachweis erst mal bringen? Dreckstransen dürfen keine Döner schneiden. Wisst ihr Bescheid? Was gibt's denn alles? Döner, Döner, Döner. Es steht überall nur Döner. Aber du hast doch hier auch anderes Zeugs. Ah ne, das ist einmal nur zum Toasten. Das ist der Toaster, da tue ich die Brötchen mit toasten, sonst werden sie ja kalt. Und dann habe ich hier Salat, Zwiebel, Tomate, je nach Wunsch, was der Kunde so drauf macht. Dann würde ich sagen, stark Patent, kann man mal einen Döner essen, hier auf der Heaven. Kommt das in, Das kommt bei RTL Extra. Hallo RTL Extra. Und zwar, ich bin schon ewig und lang dabei bei, Heaven. Und zwar, Heaven ist einfach die geilste Party, was es gibt. Auf jeden Fall, man hat Spaß. Man kann sich austoben. Man kennt Freunde kennenlernen. Man kennt mehr Menschen kennenlernen. Und jetzt geht's wieder zurück zu Birgit Schrowange. Hallihallo, Brigitte Lamarche. So, Foto. Ja. Ja, sehr gerne. Ich möchte deine Haare flechten. Ihr Lieben, ich möchte sagen, ich hätte auch Friseurin werden können. Da würde ich jetzt wahrscheinlich zumindest mal 8,50 Euro Mindestlohn kriegen. So, ihr Lieben, es ist jetzt 12:15 und ich würde sagen, das war's heute mit der neuen Heaven Noblesse Oblige hier in Mannheim. Wir sehen uns mit Sicherheit bei der nächsten Heaven, immer am zweiten Freitag im Monat. Ansonsten sehen wir uns mit Sicherheit am Ostersonntag zum Mega Gaywerk im Connex. Eure Brigitte. Brauchst mir gar nicht kommen, Fräulein. Ey, pass mal auf, so brauchst du mir hier gar nicht kommen. Nur weil du aus Karlsruhe kommst, denkst du hier in von wegen Geld. Und nur weil du Migrationshintergrund hast. Immigrationshintergrund? Warte. Gegen die Pups komme ich halt leider nicht an.